Zu Hause sind die tierisch stark. Wir haben noch ein drittes Spiel. Rot-Weiß Essen, Hafenstraße, altehrwürdiger Fußballplatz, wird jetzt ein bisschen renoviert gegen Union Berlin. Und als die Auslosung kam, hat die Mannschaft aus Berlin gesagt, das kann doch wohl nicht angehen. Schon wieder müssen wir zu Rot-Weiß Essen. Letzte Saison, auch erste Runde, sind sie im Elfmeterschießen ausgeschieden. Und überhaupt, die haben ein sehr traumatisches Verhältnis zum Pokal, die Mannschaft von Union Berlin. In den letzten 5 Jahren immer in der ersten Runde ausgeschieden. Rot-Weiß Essen kann aber von sich behaupten, trotz großer finanzieller Schwierigkeiten, immer für eine Überraschung gut zu sein. Schließlich haben sie einen Fachmann für Sondereinsätze. Marc Schlömer berichtet. Waldemar Probe. Der Trainer von Rot-Weiß Essen kennt sich mit extremen Situationen nämlich bestens aus. Im Hauptberuf ist er Ausbilder für Sondereinheiten bei der Polizei. Spezialgebiet Bekämpfung von organisierter Kriminalität. Für Essen ist es heute das erste echte Heimspiel im neuen, noch im Bau befindlichen Stadion. Oder, wie viele Fans es aufdrücken, die neue Bude in der alten Heimat. Und die Mannschaft von RWE geht zur Begrüßung noch vor dem Anpfiff schon mal auf eine kleine Ehrenrunde. Allerbeste Stimmung also. Und bestens kommt Essen in Rot-Weiß dann auch sofort in Sprung. Dombrovka, erste Möglichkeit, zweite Minute. Max Dombrovka aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern gekommen, wo ihm das Training nicht gefallen hat. Umso lieber spielt er bei RWE. Nach seinem Kopfball hatte Essen Elfmeter gefordert, doch Berlins Kohlmann trifft da nicht Essens Wagner. Und weiter geht's. Zweiter Ball für Essen. Pires Rodriguez. RWEs beste Aktion bis dahin. Beispielhaft dafür, wie man Unions Abwehr zum nach dem Führungstreffer mit mehr Selbstvertrauen. Die Viktoria wirkte verunsichert. RWE mit Telch, dem rechten Außenverteidiger. Die Kopfballabwehr von Profeta zu unkontrolliert. Pires Rodriguez und auch der trifft. 2 Torschüsse, 2 Treffer, perfekte Chancenverwertung bei den Gästen. Kevin Pires Rodriguez, auch für ihn das 2. Saisontor gegen eine wieder schlecht gestaffelte Defensive der Köln. In den Schlussminuten gab es dann noch 2 Platzverweise. Gelb-Rot für den Kölner Kapitän Mike Wunderlich. Kevin Pires Rodriguez, das war ja ein Wiedersehen mit der alten Heimat, ne? Ja, schon zu sagen, aber ich bin das Spiel wie jedes andere Spiel auch angegangen. Ich denke mal, die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten die Schalker vorne schon früh zugestellt, wir hatten die im Griff gehabt. Und ja, ich denke mal,
außer die Chancen verwerten, die wir in der zweiten Halbzeit, die Konter besser ausfahren konnten, sollten, müssten. Ja, ich denke mal, geht das 2-3-0 aus. Ja. Jetzt habt ihr in der zweiten Halbzeit ja dann auch irgendwie das Spiel wieder ein bisschen aus der Hand gegeben. Die erste Halbzeit, die ersten 15 Minuten, da war richtig Feuer im Spiel. Danach hattet ihr so ein bisschen die Partie im Griff. Und dann, in der zweiten Halbzeit kommt ihr dann aber irgendwie ein bisschen verändert aus der Kabine. Woran lag das? Ja, wir wollten natürlich wie von Anfang an, wie in der ersten Halbzeit, Druck machen. Aber wir kamen irgendwie nicht in die Zweikämpfe rein. Die Abstände von jedem einzelnen Spieler waren zu groß, von der Mannschaft kompakt. Ja, und wie Sie schon sagen, wir müssten das 2-3-0 machen. In der ersten Halbzeit hatten wir schon Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit, wenn wir die Konter besser ausfahren, dann sieht das Spiel dann gelassen aus. Wenn es 1-0 steht im Derby, immer in den letzten Minuten noch, dann geht es nochmal heiß her. Ja, wie ist das denn jetzt wirklich? Du sagst, es ist ein Derby, jetzt hast du die Seiten gewechselt. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn man auf einmal dann vor dieser Kulisse spielt? Ja, die Kulisse ist super, ne? Ich denke mal, jeder will vor so einer Kulisse spielen. Und ja, wir wollten den Fans wieder was zurückgeben. Und denke mal, das haben wir schon gemacht. Und, ja. Sehen Sie, sahen einen guten Beginn beider Mannschaften. Kein Abtasten, erste Möglichkeit, Essen durch Benedikt-Fangsphase. Der Ball kommt zu Pires Rodriguez. Er mit einer Fortuna-Jugend-Vergangenheit bringt die Flanke und Shebio Suku verpasst.
dass wir da sind. Wir haben alles gegeben. Also ich kann da keinem von uns einen Vorwurf machen. Klar sind da wieder Dinge, die uns dann so ein bisschen zurückwerfen, aber die sind im Moment drin. Da arbeiten wir dran, aber wir wissen selbst, dass wir im Moment nicht in der Top sind. Essen den nächsten entscheidenden Konter. Die neue Spielzeit war erst 40 Sekunden alt. Da kam dieser Pass von Pires Rodriguez auf Kevin Grund und der sorgt für das.